Auch für Ninas Mädchen Zara, Laura und Lynn steht heute die erste Lektion in Sachen Modeln an. Sicher sind sie eine Konkurrenz. Ich denke auf jeden Fall, sind beide sehr hübsch. Hallo Mädels. Hallo. Wie geht's? Ganz gut. Was meint ihr, was heute passiert? Ihr wisst überhaupt nicht, was schon geredet wird, aber wurde ja nichts verraten. Keine Ahnung. Das ist auf jeden Fall nichts Schönes, soweit lasst es euch schon gesagt sein. Aber kommt mal mit, dann zeige ich euch, um was es geht. Hallo. Hallo. Rina hier. Also weil das Modelleben ja auch nicht immer nur lustig und toll ist, dann bitte ja auch gleich mal die Kehrseite der Medaille kennenlernen und bekommt ein Intim Waxing. Also ich war da schon auch ein bisschen überrascht. Komplett. Nein, mein Scherz. Also. Ist ja klar, dass Nina uns gut darauf vorbereiten musste oder möchte, dass wir da keine Haare an dem Körper haben, wenn morgen Fotoshooting ist. So Mädels, dann lass uns mal einen Haarcheck machen und kommt mal rüber, wie es so aussieht bei euch an den Beinchen und Ärmchen. Also so die Unterschenkel sind ja alle super, super glatt, aber die Oberschenkel, die werden jetzt auch noch gemacht. Ja, dass ein Model sich pflegt und seinen Körper gut behandelt, ist total wichtig. Und da muss man wirklich darauf achten, dass man auf ein Shooting kommt und wirklich perfekt ist, dass nur noch Make-up aufgelegt werden muss und die Klamotten an und das war's. Sonst muss sonst nichts mehr, darf nichts mehr gemacht werden. Ist dir gut? Ja, alles gut. Cool. Aufgeregt. Ganz entspannt. Ich würd vorschlagen, ich mach's einmal vor und du darfst dann auch. Ja, okay. Schon morgen werden die Mädchen ihr erstes Test-Shooting in luftigen Tom-Taylor-Outfits absolvieren. Und Nina will mit ihren drei Damen bestmöglich präpariert sein. Atmen, 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 atmen. Du darfst das natürlich gerne langsamer machen. Oh Gott. Ja. Das liegt wahrscheinlich daran, dass ich noch nicht so wahnsinnig lange Erfahrung mit den Socken mache. Also, Nina hat es noch nicht so drauf. Da hat es echt ein bisschen wehgetan, aber sonst war es eigentlich okay. Ich weiß zwar, dass das jetzt im Moment nicht geplant war, aber ich weiß, dass du morgen ein Shooting hast und ich möchte dich in das Shooting nicht mit diesen Härchen dort lassen. Wenn das okay ist für dich, würde ich das gerne wegmachen. Ja, klar, auf jeden Fall. Glaube ich jetzt nicht. Weiter mit der Zunge machen. Wo lernt man das denn, bitte schön? Das ist eine orientalische Methode, wo mit Augenbrauen akkurat gezupft werden. Ach komm her. Da hilft nur eins. Zähne zusammenbeißen und durch. Was tut man nicht alles für einen Modeljob in Amerika? Hast du das eben gehört? Ja, voll geschrien. Ja, aber tut mir voll leid. Ich bin schon ein bisschen nervös jetzt, aber ja. Auf Schmerzen einstellen und dann, ja, ich denke, das geht schon. Was mich so ein bisschen stört, sind die Ärmchenhaare. Ja. Also okay. Es tut eh weh, also es tut ja, auch gar nicht egal, wo das war, ne? Es tut weh. Ich Das ist echt so schlimm bei mir. Echt jetzt? Hat sehr weh, das hat man ja angesehen. Au! Auch Nesthäkchen Lynn schlägt sich tapfer und Nina weiß, dass mit dieser ersten Lektion das Klassenziel noch lange nicht erreicht ist. Es ist wahnsinnig schwer, Mädchen innerhalb von so wenigen Tagen zu Models auszubilden. Wir können hier nur eine ganz, ganz, ganz kleine Sparte abdecken.